Welche Kraft muss ein Arbeiter aufbringen, um eine Kiste von 100 Kilogramm längs einer 20 Meter langen schiefen Ebene von 4 Meter Höhe zu heben? Das ist die Situation und das sind die Angaben. Diese Masse M beträgt 100 Kilogramm. Die Länge groß L der schiefen Ebene beträgt 20 Meter und deren Höhe klein h 4 Meter. Was wir suchen, ist die Stärke dieser Kraft F, die anzuwenden ist. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln, Arbeit gleich Kraft mal Weg und potenzielle Lageenergie gleich mgh, wo g den Wert 9,81 Newton pro Kilogramm hat. Wenn man diese Kiste längs dieser schiefen Ebene hochzieht, dann wird in dieser Kiste die verrichtete Arbeit W als Lageenergie EP gespeichert sein. Und durch diese zwei Formeln können wir daraus schließen, dass F mal L gleich mgh ist. Jetzt teilen wir das Ganze durch L und brauchen in dieser Gleichheit nur noch mgh und L jeweils durch diese Werte zu ersetzen. Und so finden wir die gefragte Kraft 196,2 Newton.